Kurz nach 15 Uhr hier in Düsseldorf-Oberkassel und der Christian Frey, der bittet hier schon um Ruhe, der ist ein alter Profi, weiß schon, dass wir jetzt sind. Und ja, hier trifft sich eine illustre Männerrunde, wirklich spontan, und dann bin ich angerufen worden und bin auch sofort hier hingeeilt, weil wenn man so spontane Männerrunden hat, das hat ja auch mal was so. Und ich grüße euch ganz herzlich. Und vergebt mir bitte, dass ich heute 17:33 ein bisschen vorziehe. Aber wann hat man mal die Gelegenheit, hier in Oberkassel am Stehtisch einfach mal zu lauschen, was die Herren so miteinander reden? Und ich habe drei interessante Männer hier und die stelle ich euch jetzt mal vor. So, langsam merkt ihr, also ich bin heute spontan. Ich möchte erstmal betonen, ich trinke ganz brav hier mein Cappuccino. Einen habe ich schon getrunken, der war allerdings sehr lecker. Die Herren hier, die stelle ich gleich vor, den kennt ihr sowieso schon hier. Christian, wir leben Düsseldorf. Das ist der Chris, der kommt gleich an die Reihe, der ist jetzt ganz aufgeregt schon. Und der Dennis, der ist sozusagen hier der Gastgeber. Dennis, wo sind wir hier? Das ist wundervoll hier. Ne? Wundervoll hier in Oberkassel, ganz genau. Ja, erstmal was ist das? Food Concept Store. Alles mal so ein bisschen anders. Coole Musik, cooles Design, geile Ware, coole Leute. Alles, was dazu gehört. Ne? Bin eben mal durchgegangen. Ist anders. Auf jeden Fall. Ja, ist anders. Also kannst du deinen Daily-Einkauf kannst hier machen, aber dir auch mal was gönnen. Sagen wir so schön. Ne? Hab ich auch gedacht. Ja. Gute Gin-Auswahl. Ja, definitiv. Da haben wir viel Zeit investiert, um da schöne Produkte zusammenzustellen. Du bist einer der Geschäftsführer und Inhaber. Wie ist das Konzept entstanden? Das war eigentlich eine ganz lustige Sache. Und zwar saßen wir damals bei der Fortuna. Und haben so ein bisschen gequatscht und der Laden war frei. Hier war vorher auch ein Supermarkt drin. Hier oben gab es nichts anderes oder gibt es nichts anderes. Und dann haben wir gesagt, das muss sich ändern und das machen wir einfach. Und dann weiß ich noch, wie die anderen beiden nach oben geschaut haben und haben dann innerhalb von Sekunden gesagt, ja, machen wir. Ja, dann haben wir uns. Wie lange seid ihr hier? Jetzt im dritten Jahr. Ja, vor zwei Jahren eröffnet, ja. Der war schon Günther Jauch, habe ich mal gesehen. Jauch war auch schon da, ja. Macht auch Wein. So, ja, definitiv, waren wir auch da. Ja, wir schleusen so ein paar Bekanntheiten durch hier. Wie seid ihr so angekommen hier? Wie ist das Feedback? Was ja, so? Sehr gut. Wir sind hochzufrieden. Freuen uns natürlich über jeden, der kommt, ganz klar. Haben jetzt ja durch die Terrassenerweiterung noch einen schönen Platz draußen, vor allem bei dem tollen Wetter jetzt auch, ne? Und sind sehr zufrieden. Definitiv. Jetzt ist ja so, jetzt durch Corona auch, ich sage mal Corinna jetzt, Online-Verkauf wird immer bedeutender, immer wichtiger, immer bequemer. Ihr seid ja der Gegenpol so auch. Ist das so eine Möglichkeit, mit Erlebnis quasi auch was zu machen? Das ist so die Grundidee auch. Ne? Also mit Erlebnis einkaufen, alles so ein bisschen alles genießen, alles riechen, fühlen, schmecken und ja, Spaß haben letztendlich. Ne? Definitiv, ja, kann man so sagen. Er strahlt, du bist gar nicht muffig. Nö. Warum auch? Ich bin ja in einer netten Runde hier, ne? Spontan ist doch am besten, würde ich sagen. Männerrunde hier, genau. Sag mal, unsere letzte Frage ist immer, erstmal viel Erfolg hier, finde ich super, ne? Innenstädte immer und so. Oberkassel macht auch einiges zu. Ihr seid so, ihr habt ja Glück gehabt, insofern durftet ihr immer aufhaben als Lebensmittel. Genau, Riesenglück gehabt, muss man sagen. War zwar auch sehr, sehr viel Arbeit jetzt in der Pandemiezeit, positiv natürlich gesehen auch, aber zum Glück dürfen wir offen lassen, ja. Wir mussten natürlich unser Gastro-Konzept so ein bisschen einschränken. Catering lief natürlich dann demnach auch nicht mehr, weil ja nichts erlaubt war. Die ganzen Events, die wir bei uns im Cube stattfinden lassen wollten, durften wir natürlich auch nicht. Das war ein kleiner Nachteil, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden, ja. Er strahlt immer noch. Hör mal, unsere letzte Frage ist immer, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Boah, da... Schwere Frage. Ich bin immer gerne bei Pasta, esse aber auch gerne ein richtig schönes Stück Fleisch. Ja, zu der Zeit jetzt gerade wird der Grill natürlich tagtäglich angemacht und mal so ein schönes Würstchen von Peter Inhofen draufgeknallt. Ne? Das ist so meins eigentlich. Schön. Was hast du denn vorher gemacht, bevor Wundervoll kam? Ja, ich bin eigentlich Golflehrer, leite eine Golfschule. Das ist auch noch so. Das ist auch unangenehm. Ja, total, total ärgerlich, vor allem bei dem Wetter. Und es ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Ja, und das mache ich halt auch noch. Genau. Also liebe Freunde und Freundinnen in Düsseldorf und weltweit, lohnt sich hier mal ins Wundervoll zu kommen. Und deshalb sind die, Dankeschön Dennis, deshalb sind die Herren nämlich auch hier, die haben sich hier verirrt. Und hier ist der Moment, jetzt bist du mir ausgeliefert hier. Nein, alles gut. Chris, erzähl, was treibt dich hierher? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin gebürtiger Bilker, war jetzt 20 Jahre unterwegs. Echter Bilker Jung. Echter Bilker Jung. Meine lieben Bilker, ich freue mich. Hallo, hallo, hallo. War Reisender unterwegs, bin gelernter Koch, habe die ganze Welt gesehen,
jede Frage, die beantwortet, die mich gefragt hat, habe ich mir selber beantwortet. Bin jetzt zurück, meiner Mutter geht es nicht so gut und jetzt werde ich wieder was kochen hier irgendwo. Ne? Also, ich habe vorher gehört, hier, wir haben uns ja unterhalten, du hast bei der Bundeswehr kochen gelernt. Genau. Bei der lieben Bundeswehr habe ich Koch gelernt, kann man machen da. Und dann bin ich in die Sterne-Gastronomie hochgeschlendert halt, habe viele Sachen gesehen, Neues ausprobiert und bin halt glücklich, dass ich wieder hier sein kann. Du warst lange Jahre unterwegs in der ganzen Welt. War das so etwas, wo du Lust drauf hattest oder musst, oder hat sich das so entwickelt? Irgendwas hat mich gebissen und bin ich einfach losgegangen. Mit großem Rucksack, mit meinen Kochmessern, mit meinen Kochjacken. Habe in den Hotels einfach angefragt, klopf, klopf, da bin ich. Bin dann 14, 15 Tage da geblieben oder auch länger. Skisaisons natürlich, Ischgl natürlich, Österreich, St. Johann, Arlberg, die ganzen großen Dinger. Wenn du so weiter weg warst, gab es dann auch schon mal den Wunsch, mach uns was Deutsches, typisch Deutsches? Ja, Sri Lanka war ich und deutsche Rucksacktouristen dachten, kriegen eine Schwanzhaxe bei mir und dann gab es aber Tintenfisch. Ich weiß, Haxe ist nicht. Rindfleisch auch nicht. Sri Lanka, nein. Hast du mal so, wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja schon eine ganze Zeit dabei, hast du irgendwie einen Ort, wo du sagst, das war so outstanding, sogar ganz außergewöhnlich? Ja, es gibt ein Kinderhotel, wo man mich gebeten hat zu kochen und ich wusste nicht, dass es ein Kinderhotel ist. Und es waren 800 Kinder in der Woche und jeden Morgen habe ich dann um 6 Uhr morgens da Palatsching und Frühstück machen dürfen für die Kinder. Man hat mich aber als Sternekoch gebucht, also inoffiziell, und auf einmal standen die kleinen Pänze da. Und jeden Abend aus der Diskothek morgens um 5 und um 6 Uhr morgens haben sie dann ihr Frühstücksbereich da gekriegt. Also Tinnitus war gar nichts dagegen. Wie stressig ist Koch, Stichwort Tinnitus? Ja. Zeig da erstmal ein bisschen. Man muss dafür geboren sein. Ja, also stressbedingt, faszinierend, ich weiß es nicht. Frag mal einen Piloten, ob er gerne fliegt. Ich weiß es nicht, also Stress gehört dazu. 18 Stunden, kein Ding. Das ist deine Passion, deine Leidenschaft. Ja, ich möchte Menschen glücklich machen, schaffe ich auch, und dann bin ich glücklich. Ja. Aber du bist ja auch, wir sind ja zusammen durch das Geschäft hier eben gegangen. Macht der so alles richtig? Verdammt richtig. Kinder, ich muss euch echt sagen, ich trinke seit 14 Tagen keinen Alkohol, aber die Gin-Auswahl bei dir, noch 14 Tage, dann werde ich dein bester Kunde. Bin ich ja schon, aber trotzdem. Du hast ja, hast du mir erzählt, ungarische Eltern, bist aber in Deutschland geboren. Wie sehr beeinflusst Ungarn noch so dein Denken und Leben? Und das zeige ich dir. Guck mal, du redest von Ungarn und ich krieg Gänsehaut. Und das sind alles Peperonis, 52 Stück habe ich an verschiedenen Stellen. Oh, 52. Woher weißt du das denn? Herrenrunde. Also Ungarn, zurück zu Ungarn. Faszination, die Menschheit, die Menschen, Armutsgrenze ganz unten, die drehen jeden Forint um und leben es. Du hast überall eine Geige, überall hast du Musik. Ach, ich krieg Pipi in den Augen. Na. Du sprichst Ungarisch auch. Fließend, ganz stolz drauf. Ja. Wie heißt wundervoll auf Ungarisch? Das ist schwierig. Das wird schwierig. Ungarisch ist sowieso schwer, weiß ich. Ich google das nachher für dich. Was ist dein Lieblingsessen? Unsere letzte Frage. Mein Lieblingsessen. Ganz einfach. Weil ich ja in La Luce damals gearbeitet habe auf der Promenade, gab es bei uns zum Mittagessen als Personal immer Aglio Olio Peperoncino. Oder Spaghetti mit Gorgonzola-Soße. Das Einfachste, was es gibt, ist das Beste immer. Ich sofort Hunger. Schaffen wir. Gute Wahl. Schaffen wir. Ja. Weiter so, ne? Und leb dich gut ein wieder in Düsseldorf. Bill kenne ich auch sehr gut. Wir haben eben über Otto Becker und der eine missratene Sohn und vergessen war das alles. Christian, hör mal, wie geht's? Oh, hallo, haben wir uns lange nicht gesehen. Ne? Hör mal, wie geht's? Wir leben Düsseldorf. Mega. Wir wachsen ohne Ende. Die Sendungen werden immer besser. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich das Glück habe, André kennengelernt zu haben. Ich muss ihn mal klopfen. Röstbar. Dass die Sendungen so gut laufen. Und wir wachsen und wir werden immer größer.
Marc Moska, der schreibt uns hier, sehr schön und lustig, Herr Christian Freitz. Du Schlawiner, du hast mit dem gefeiert, ne? Das Geburtstag, wir können einmal noch gratulieren hier alle, der Christian, dem kann man gar nicht oft genug gratulieren. Der ist noch so jung, fühlt sich jung. Also ich hatte ja am Sonntag Geburtstag, am Samstag war ich hier im Park, Rheinpark. Da hat Marc Moska aufgelegt und das war ein sensationeller Abend. Ich werde den nie vergessen, der war wirklich mega gut. Jetzt am Freitag ist wieder Marc Moska da und da wird wieder Ibiza 2 laufen. Und da freue ich mich wieder drauf, ich bin auch dabei. Ja, wenn ihr also Christian treffen wollt, vielleicht komme ich auch, ich weiß noch nicht, so voll Terminkalender, aber wir versuchen das. Ihr Lieben, hast du uns, willst Evel noch was sagen? Ich muss auch den Nicole grüßen. Der guckt gerade zu hier, die hat gerade geliked hier. Ah, okay. Okay. Also schöne Grüße an Nicole, die ist ja momentan in Kroatien. Und Nick Flame wird auch wieder auftreten. Wir machen wieder ein Clubkonzert. Es wird was Großes geben. Ja, schöne Grüße an Nicole und Kroatien im Urlaub. Alles klar. Ich bin ganz fasziniert hier. Nein. Ich finde das hier total faszinierend, so ein spontaner Männertreffen. Die Männer müssen sich auch mal wieder finden und sammeln und das Recht auf ein Männertreff haben. Ne? Ich gehe nochmal 3 Schritte zurück. Ihr dürft nochmal freundlich winken an all unsere Fans hier. Und wir sagen tschö hier von der Luke-Allee von wundervoll, tolles Team. Wir haben gut gekocht und alles Liebe. Tschö.